Das ist wirklich eine wissenschaftliche Sensation. Zum ersten Mal wurde die Quelle der rätselhaften Geisterteilchen entdeckt. Woher sie stammen, konnte bisher nicht herausgefunden werden. Sie sind nämlich überhaupt nur sehr schwer zu finden, obwohl sie massenhaft im Weltall vorkommen. Die Neutrinos sind Geisterteilchen. Doch eine gigantische Messstation in der Antarktis hat es jetzt geschafft und damit wurde ein Jahrhunderträtsel der Physik gelöst. Klicks und Science and Fiction, herzlich willkommen. Ja, gestern prasselten auf WhatsApp die Nachrichten nur so rein. Eine neue Wissenschaftssensation wurde verkündet. Die Entdeckung der Quelle der Neutrinos, der Geisterteilchen. Nicht zu Unrecht werden sie so bezeichnet. Ihre Masse ist äußerst gering. Für die Erkenntnis, dass sie überhaupt eine haben, bekam das entsprechende Forschungsteam 2015 den Nobelpreis Physik. Die Geisterteilchen gehen nur wirklich selten eine Wechselwirkung mit der Materie, wie wir sie kennen, ein. Weil sie eben nicht interagieren, rasen sie ungestört durchs All. Das macht es extrem schwierig herauszufinden, woher sie kommen. Doch das hat der Ice Cube in der Antarktis jetzt herausgefunden. Das Observatorium namens Ice Cube, das zur amerikanischen Amundsen-Scott-Forschungsstation am Südpol gehört, ist wohl eines der spannendsten Experimente weltweit. 5160 Sensoren wurden dafür tief in den antarktischen Untergrund versenkt, und zwar bis zu 2,5 Kilometer tief. Zusammen bilden sie ein riesiges dreidimensionales Detektorfeld. Echter Wahnsinn. Und hier wird die sogenannte Tscherenjenkow-Strahlung erforscht. Damit ist das Leuchten gemeint, das durch die Kollisionen, die extrem seltenen Kollisionen von Neutrinos mit den Wassermolekülen des Eis entsteht. Und das passiert nicht oft. Doch wenn es passiert, dann richtig. Pro Sekunde prallen zwischen 60 und 100 Milliarden Neutrinos auf jeden Quadratzentimeter der Erde ein. Sie stammen von gigantischen Ereignissen im Weltall wie den Supernova-Explosionen oder Gammastrahlenausbrüchen. Und ihre unfassbare Beschleunigung kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. In Untersuchungen wurden tatsächlich Neutrinos mit einer Energie von 980 Teraelektronenvolt TeV analysiert. Zum Vergleich, im LHC, also dem Large Hadron Collider des Genfer Kernforschungszentrums CERN, sind es Protonen mit gerade mal 13 Teraelektronenvolt am Start. Und noch eine ziemlich krasse Randnotiz: Mittlerweile werden mit Hilfe des Ice Cube Observatoriums auch schon Teilchen im Bereich von Petaelektronenvolt gemessen, also mehr als 1000 Teraelektronenvolt. Neutrinos haben im Gegensatz zu allen anderen Teilchen eine besondere Eigenschaft. Sie interagieren kaum oder selten mit Materie, das haben wir schon gehört. Daraus ergibt sich aber auch, dass sie nicht abgelenkt werden. Sie fliegen direkt von der Strahlenquelle geradeaus durchs All. Und deshalb kann man nur bei ihnen herausfinden, woher sie stammen und damit, woher vorher ihre unglaublichen Energien stammen. Bisher waren allerdings keine Muster zu erkennen. Sie kamen aus allen Richtungen mit schwachen und hohen Energien. Ein Muster war eben einfach nicht zu erkennen. Bis zum 22. September 2017. Damals entdeckte der NASA-Gammastrahlensatellit Fermi eine riesige Gammastrahlenquelle in der Galaxie TXS 0506+06. Damals wurde der Satellit aufgrund der Messungen des Ice Cubes auf diese Galaxie ausgerichtet, weil dort eben eine Strahlenquelle vermutet wurde. Sie geht vom schwarzen Loch im Zentrum aus, das einen seiner Jets direkt auf uns ausgerichtet hat. Es ist ein Blazar, ein aktives supermassereiches schwarzes Loch, das eine extrem heiße Akkretionsscheibe um sich kreisen lässt und nach oben und unten Jets ausspuckt. Einer trifft uns und wir können die Strahlung messen. Zum einen die Gammastrahlung und zum anderen eben einige wenige Neutrinos. Und ein solches wurde vorher im Ice Cube gefunden. Zum einen dieses hochenergetische Neutrino und zum anderen auch welche mit schwächerer Energie, die in alten Daten des Ice Cubes aus den Jahren 2013 und 14 stammten. Damit hat der Ice Cube eine wichtige Erkenntnis gewonnen. Solche Blazare sind die Quelle von riesigen Teilcheneruptionen und der Ursprung von Neutrinos. Jetzt wird dort weiter geforscht. Die Forschungsgruppen suchen jetzt Neutrinos, die aus bestimmten Richtungen stammen und geben deren Daten an Teleskope und Satelliten rund um den Globus weiter, damit sie weitere Quellen ausmachen. Es bleibt also spannend bei der Suche nach Strahlenquellen im Weltall. Wenn ihr keine Videos dazu und zu allen anderen Themen verpassen wollt, dann addet mich bei WhatsApp. Dann umgeht ihr die kaputte Abo-Box hier auf YouTube und verpasst kein Video, denn über WhatsApp erfahrt ihr von mir immer, und zwar vor allen anderen, vom neuesten Video täglich und garantiert. Einfach dafür hier draufklicken und am besten auch meinen Schwesterkanal Klicks und Social Media abonnieren. Da gibt es das Neueste aus der Social Media Welt. Dafür hier klicken, aber nicht die
genau Glocke vergessen. Und hier geht es weiter mit, dafür auch draufklicken, Neutrinos. Das Rätsel der Geisterteilchen wird es jetzt gelöst. Bis dann. Bleibt dran.